Hast du mal ein Feuer? So oder so ähnlich wurde bestimmt schon jeder mal nach einem Feuerzeug gefragt. Doch was verbrennt man in so einem Feuerzeug eigentlich? Die Antwort ist, es handelt sich um Butan, ein Kohlenwasserstoff. Doch was sind überhaupt Kohlenwasserstoffe? Kohlenwasserstoffe bestehen, wie der Name schon sagt, nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Somit kann man jeden Kohlenwasserstoff als Summenformel CnHm schreiben. Für N und M ganze Zahlen. Wobei N für die Zahl der Kohlenstoffatome und M für die Zahl der Wasserstoffatome steht. Die Kohlenwasserstoffe findet man vor allem in Erdöl, Erdgas, Kohle und anderen fossilen Stoffen. Da die Gruppe der Kohlenwasserstoffe aber sehr groß ist, gibt es weitere Einteilungen. Es gibt gesättigte, ungesättigte und aromatische Kohlenwasserstoffe. Erstmal, was heißt gesättigt? Nein, das heißt nicht, dass die keinen Hunger mehr haben. Sondern gesättigt bedeutet, es gibt nur CC-Einfachbindung. Also diese Kohlenwasserstoffmoleküle enthalten keine Mehrfachbindung. Davon gibt es zwei Untergruppen. Alkane und Zykloalkane. Alkane sind hierbei einfache Ketten von Kohlenwasserstoff. Einfachster Vertreter ist Methan, ein C-Atom mit 4-H-Atomen außen. In Kohlenwasserstoffen hat das C-Atom stets 4 Bindungen und der Wasserstoff eine. Damit ist die Summenformel C1H4. Wenn man nun immer einen Kohlenstoff mehr nimmt, bekommt man eine systematisch fortlaufende Reihe an Alkanen. Man nennt sie auch die homologe Reihe. Also 2 Kohlenstoffe und 6 H-Atome außen bei Ethan, dann 3 C-Atome und 8 H-Atome bei Propan und so weiter. Da pro Kohlenstoff immer 2 Wasserstoff hinzukommen, gibt man die allgemeine Summenformel der Alkane an mit CnH2n+2. Wenn man dafür n eine Zahl einsetzt, bekommt man die Summenformel des Alkans mit n C-Atomen. Im Gegensatz zu den Alkanen bilden die Zykloalkane Ringe. Die Namen der Verbindungen enthalten das Wort Zyklo und enden auch auf An. Das einfachste Beispiel ist Zyklopropan mit 3 Kohlenstoffatomen und 6 Wasserstoffatomen. Warum hat das einfachste 3 und nicht ein Kohlenstoffatom? Probiert mal mit weniger als 3 Atomen einen Drink zu machen. Auch hier kann man eine Reihe aufstellen. Bei 4 C-Atomen hat man 8 Wasserstoffatome, das heißt dann Zyklobutan und so weiter. Die Summenformel der Zykloalkane ist CnH2n, da sie im Vergleich zu den Alkanen 2 Wasserstoffatome pro C-Atom weniger besitzen. Die geht für den Ringschluss und die damit verbundene CC-Bindung drauf. Kommen wir nun zur zweiten großen Gruppe, zu den ungesättigten Kohlenwasserstoffen. Diese besitzen mindestens eine CC-Mehrfachbindung. Das bedeutet, dass 2 Kohlenstoffatome durch mindestens 2 Elektronenpaare verbunden sind. Auch hier gibt es eine Unterteilung in Alkene und Alkine. Alkene besitzen mindestens eine CC-Doppelbindung. Zudem enden die Namen der Verbindung stets auf En. Betrachtet man den einfachsten Vertreter, so ist das Ethen. Es besitzt 2 Kohlenstoffe, die durch eine Doppelbindung verbunden sind. Die übrigen Bindungen der Kohlenstoffe werden mit 4 Wasserstoffen verbunden und wir erhalten die Summenformel C2H4. Wenn wir nun die Reihe der Alkene mit einer Doppelbindung fortsetzen, erhalten wir Propen C3H6, Buten C4H8 und so weiter. Ebenfalls eine homologe Reihe. Alkine hingegen werden Kohlenwasserstoffe genannt, die mindestens eine CC-Dreifachbindung besitzen. Ihre Namen enden auf In. Hier besteht der einfachste Vertreter, Ethin, wieder aus 2 C-Atomen. Das Ethin besitzt eine CC-Dreifachbindung. Damit ist nur noch Platz für 2 Wasserstoffatome. Damit hat es die Summenformel C2H2. Auch hier lässt sich eine Reihe der Alkine mit einer Dreifachbindung aufstellen. Propin, C3H4, Butin, C4H6 und so weiter. Und ebenfalls eine allgemeine Summenformel, CnH2n-2. Die letzte Gruppe der Kohlenwasserstoffe bilden die aromatischen Kohlenwasserstoffe. Riechen die so geil oder was? Ja, die heißen wegen ihres speziellen Geruchs so. Die aromatischen Verbindungen besitzen mindestens ein Ringsystem mit konjugierten Doppelbindungen. What? Schematisch sieht es folgendermaßen aus. Wir haben zum Beispiel einen 6-Ring. Zwischen den 6 Kohlenstoffatomen sind nun abwechselnd Einfach- und Doppelbindungen verteilt. Bestes Beispiel für einen aromatischen Kohlenwasserstoff ist das Benzol, sowie alle Moleküle, die einen Benzolring besitzen. Genauer gilt, die Moleküle müssen die Hückel-Regel erfüllen. Was sich genau dahinter verbirgt, darauf gehen wir bei den Aromaten nochmals genauer ein. Von der großen Gruppe der Kohlenwasserstoffe werden die meisten mit Sauerstoff verbrannt, um Energie zu liefern. Dabei entsteht aus dem Kohlenstoff Kohlenstoffdioxid und aus dem Wasserstoff Wasser.
Genau diese Reaktion ist nämlich dafür verantwortlich, dass das Gas unseres Feuerzeugs brennt. Wenn ihr noch mehr geile Videos sehen wollt, abonniert diesen Kanal und vor allem schaut bei uns vorbei. Wir sind The Simple Club und immer für euch da.